Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Mittwoch, den 20. Februar. Gestern war ich ein wenig meiner Zeit hinterher. Da hatte ich ja gesagt, dass der DAX äh, noch in dieser Woche über die 7700 stieg. Und als der Videostrategietiker dann ausgestrahlt wurde, waren wir schon längst über dieser Marke. Auch heute wieder im Moment 20 Punkte im Plus. Nichtsdestoweniger erwarte ich, dass äh, der DAX in dieser Seitwärtsrange... Äh, Verhaftet bleibt. Internationale Anleger haben in den letzten äh, Wochen eher Kapital in Richtung China, eher in Richtung Japan, eher in Richtung äh, USA ver äh, verlagert, sodass der DAX im Moment noch immer das etwas hässliche Endline auf dem internationalen Parkett ist. Nichtsdestoweniger ist die Verfassung so stark, dass wir noch für dieses Jahr mit neuen All-Time-Highs rechnen. Im MDAX sieht die Situation schon etwas besser aus. Da sind ja vornehmlich deutsche Anleger investiert. Hier haben wir einen, einen weiteren Anstieg in den letzten Tagen gesehen. Wir haben im Frankfurter Börsenbrief ja auch einen ganz kleinen Schwerpunkt in Richtung MDAX und wir werden diesen weiter beibehalten und noch weiter ausbauen. Trotzdem ein Blick auf zwei Unternehmen aus dem DAX. Deutsche Börse hat gestern nach börslich Zahlen gemeldet. Man hat einen Gewinneinbruch vermelden müssen von 855,2 auf 645 Millionen. Das hat natürlich mit der geringeren Handelsaktivität zu tun. Jetzt will man weiter sparen, 70 Millionen Euro, aber die Dividende soll bei 2,10 Euro stabil bleiben. Ich denke, dass wir in den nächsten Tagen hier noch einige Abschläge sehen werden. Das heißt, deutsche Börse eher ein Kandidat für eine kurzfristige Shortspekulation. Lufthansa will keine Dividende zahlen, obwohl man schwarze Zahlen wieder geschrieben hat. Man braucht das Geld für Restrukturierungen. Wie das Unternehmen sagt, unter anderem soll die Hauptverwaltung in Köln geschlossen werden und auch in Norderstedt. Das soll bis zum Jahr 2017 abgeschlossen sein. Ähm Luftverkehrsaktien haben ja im Frankfurter Börsenbrief in den letzten Monaten eine herausragende Stellung gehabt. Lufthansa muss man mal abwarten, wie die Zahlen dann auf die Dauer aufgenommen wird. Heute mit einigen Abschlägen, Sie haben es eben gesehen. Für meine Begriffe ist man mit Aktien wie EasyJet oder auch einer Air France KLM im Moment besser bedient, wenn man diesen Sektor spielen möchte. Schauen wir auch auf die zweite Reihe. Realbank äh, mit leicht unter den Erwartungen liegende, liegenden Zahlen. Man hat seit 2012 ein Ergebnis von 176 Millionen erzielt. Das ist relativ solide. Ich hätte mir da noch mal ein bisschen einen Schnaps mehr versprochen. Was interessant ist bei der Arealbank ist die niedrige Bewertung von 1,04 Milliarden. Wenn man, dem steht ein Einkapital gegenüber von 2,326 Milliarden. Also eine krasse Unterbewertung der Aktie, die die für Fundamentale Investoren sicherlich in den Blickpunkt rückt. Das heißt, Arealbank für meine Begriffe ein Tipp des Tages für Value-Anleger, die können sich dieses Papier gut mal ins Depot legen. Zum Schluss noch ein Blick auf Dialog Semiconductor. Eigentlich ein äh, Unternehmen, was im Trend der Zeit ist mit äh, ihren Halbleiterlösungen für mobile Geräte, aber in den letzten Monaten ja nach der Apple-Schwäche auch mit nach unten gerissen. Heute Zahlen vermeldet mit einem Umsatz von 774 Millionen eigentlich äh, relativ ordentlich. Ähm, Im vierten Quartal haben wir einen Umsatz gesehen von 267 Millionen Dollar. Das ist ein Plus von 5,6 Prozent. EBIT im vierten Quartal 44,5 Millionen. Eigentlich auch relativ ordentlich. Allerdings erwartet man für 2013 einen schwachen Start. Im zweiten Halbjahr soll es dann wieder etwas nach oben gehen. Marge ist leicht rückläufig. Das ist natürlich negativ, obwohl sich der Cashflow verdoppelt hat. Das heißt, Dialog Semiconductor im Moment auch eher eine Position, wo man außen vor bleibt und zuschaut und lieber auf andere Unternehmen mit einem besseren Chancen-Risiko-Verhältnis switcht, wovon wir ja einige im Frankfurter Börsenbrief dargestellt haben. Also zusammengefasst, Arealbank, ein Tipp für den Value Investor. Für den Gesamtmarkt können wir uns noch einen weiteren Anstieg vorstellen. Insgesamt rechnen wir aber damit, dass wir im Februar in dieser Seitwärtsrange bleiben, verhaftet bleiben. Wir rechnen für die nächsten Tage eher mal mit Gewinnmitnahmen im DAX. Ähm, das heißt, gehen Sie jetzt nicht äh, zumutig vor, sondern wenn Sie investieren, dann lieber im internationalen Bereich, in den USA oder auch in Asien. Dazu ja einige Vorschläge im Frankfurter Börsenbrief. Das sind die Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Bis morgen alles Gute. Ihr bei Herrn Klinzing.